Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Xenonauts. Wir sind im UFO gerade angekommen und was müssen wir hier tun? Erstmal die Runde beenden. Wir haben uns in Position gebracht, jetzt wird bestimmt eine übernommen. Nein, es kommt einer runtergelaufen, wird aber direkt von der Shotgun niedergemäht. Sehr gute Nummer. Guter Reaktionsschuss. So, Dr. Proof ist angsterfüllt, das glaube ich kaum. Es stimmt zwar, was da steht, aber nein, ich bin nicht angsterfüllt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Penner auf jeden Fall erledigen werden. Boah, es will ich so, dass das immer einzelne kleine Etagen sind. Das macht das Ganze nicht gerade einfacher. Das bedeutet, wir haben oben dann nochmal eine relativ große Etage. So, bleibt mal da stehen, Doc. Ihr könnt euch jetzt auch mal hochbewegen. Am besten so weit, wie es geht. Sniper geht dahin. Dann haben wir noch hier den super Bananenkürbis. Der hat sich gerade ein bisschen gerecht an den Außerirdischen. Indem der einen super genialen Reaktionsschuss hingelegt hat. Und unten ist eigentlich nur noch das, sagen wir mal, Fischfutter. Nämlich alle, die so ein bisschen, naja, neu sind. Also ich könnte ihn hochbringen, aber mache ich jetzt nicht. Er bleibt lieber unten stehen. Tut mir leid, dass ich jetzt jede Runde speichere, aber es ist halt ziemlich risikoreich und gefährlich hier. Okay, wieder ein paar Leute, die angsterfüllt sind. Jetzt geht es erstmal hoch. Da haben wir ein rotes Ziel. Du wirst ja wohl mit der Waffe keinen Reaktionsschuss gegen mich machen. Was ist das denn? Okay, das könnte vielleicht unser Ziel sein. Oberstkommandant Tavos hat sogar noch den Betäubungsstab in der Hand, der ihm gerade nichts bringt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du kannst noch einen Schuss setzen und alles ist gut. Sehr schön. Dann kannst du dich noch ducken. Ich würde gern manchmal zoomen. Es ist sowas wie ein weißer, schwebender Pharao, oder? Kotzt mich jetzt schon an. Dem wir erstmal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Boah. Was war das? Auf jeden Fall kann ich die Tür nicht mehr zumachen. Okay. Aber wir müssen den lebendig fangen. Was kostet ein Granatwurf? 59. 34% kannst du vergessen. Oh. 22, den kriege ich so nicht. Moment, da musst du zurück.
Na, vielleicht kann er da nicht aus dem Winkel getroffen werden. So, Doc, geh bitte auf die andere Seite. Kannst mit 31 noch einen ordentlichen Schuss machen? Nee. Ordentlicher Schuss wäre 38. Also eigentlich von hier. Das bedeutet, du musst auf jeden Fall in Deckung gehen. So, bitte raufgehen. Wir brauchen euch gleich oben. Merania, bitte dahin. Obwohl, ich kann ihn bis nach oben schicken. Er muss halt nur einen anderen Weg einschlagen. So, und dann haben wir noch ein Schild. Munchkin. Du gehst mal bitte bis dahin. Fiese Nummer, dass wir das nicht wieder zumachen können. Oder können wir es nur wegen den Zeiteinheiten gerade nicht? Es kann sein, wegen den Zeiteinheiten. Immerhin ist einer unterdrückt. Scheiße! Na komm, fall um. Danke. So, der eine hat sich verkrümelt. Wir wissen, hier an der Seite steht noch einer. Aber ich darf mit dem Scharfschützengewehr drauf schießen. So viel dazu, dass die Betäubungsgranaten scheiße sind. Okay, 60 widerstanden. Jetzt kann man nicht noch eine weitere schmeißen. Erledige den mal. Danke. Was ist deine letzte Munition? Ne, du hast noch, Gut. Obwohl wir können... Nee, schafft er nicht mehr von der Zeit her nachzuladen. Sniper bleibt da stehen, so wie er ist. So. Jetzt wird's voll hier oben. Und Merania ist so frei und guckt nämlich mal nach, was hier noch ist. Das habe ich mir nämlich gedacht. Dass da noch einer lungert. So, jetzt kann er den anderen sehen. Der macht aber nichts. So, sehr gut. Bis dahin wären 5 Zeiteinheiten. Ducken, drehen zur Seite. Geh mal dahin, Proof. Scheiße. Und du hör auf mit dem Kack hier rumzuschießen. Oh, Glück gehabt. Scheiße. Letos, tut mir leid. Du musst ein bisschen weiter vorne stehen. Oder? Boah, ja, genau. Stell ich mal da in die Ecke mit dem Schild. Dann lenkt er das Feuer auf sich.
Da ist egal, das ist ein Pistolenschütze. So, jetzt müssen wir den knacken. Drei Betäubungsgranaten. Es reicht! Ja! Sehr schön. Kampfschiff Dardenkern, Alien Singularität Core und ein Praetor Anführer. Alien-Legierung 172.000. Geil, geil, geil. Wir haben ihn. Wir haben ihn. So, alle Geheimnisse der Aliens bekommen. Ein Alien-Artefakt, welches unglaublich Energiemengen produziert. Wir glauben, dieses Gerät die stärkste Alien-Energiequelle ist. Wir werden aber erstmal das Verhör durchführen. Moment mal, den können wir doch mit den beiden hier abfangen. Düpp, düpp, düpp. So, jetzt sind die drei hier wieder bereit. Na? Genau, fangt den mal ab. Und zurück zur Basis. Naja, das kennen wir ja schon, aber was soll ich machen? 59 Stunden bis zur fertigen Reparatur. Das Schiff ist jetzt da gelandet, ist mir aber egal. Lassen wir. Sollen sie halt da ein bisschen Terror machen. So, das Battleship UFO. Mit Elite-Soldaten. Ist die größte UFO-Klasse, die es gibt. Und ist eines der größten Signale, das wir im Orbit empfangen konnten. 3300, 7000 Haltbarkeit. So, massiv Trägerschiff. Wo kommst du denn her jetzt? Entführungen. Da ist er wieder. Ach, du mich auch, verschwinde. Wie sieht es in der Forschung aus? Ganz gut. Wir werden mal eben noch mehr Abfangjäger produzieren. Ein kleiner Aufklärer, da können wir die benutzen. Die sind mit der Wartung noch nicht durch. Bombardement. Scheiße. Ja, ich weiß. Jetzt kommt natürlich wieder ein großer Angriff von den Feinden. Und mir fehlen einfach die Jäger gerade. Na, ich glaube, die Aliens sind ein bisschen in Sorge. Weil ich deren Schiffe abgeschossen habe. Beziehungsweise weil ich deren Anführer habe, ein vom Rat. Naja, ich weiß, das sieht nicht so gut aus dann. Obwohl, naja, ein bisschen sind die ins Minus gerutscht.
Generell ist unsere Bilanz immer noch sehr positiv. Schön. Unsere Schiffe sind wieder bereit. Abschießen, zurück zur Basis. Da wissen wir, das Ding bringt mir nichts. Wir haben eigentlich jetzt jedes UFO, was wir brauchten. Genau, den kannst du auch abschießen und zurück zur Basis. Da kommt ein massives Kampfschiff auf euch zu. Das habt ihr mitbekommen, oder? Abbrechen, zur Basis zurück. Bei 28% Siegchance gegen das massive Kampfschiff kann man das knicken. Betankt noch 2 Stunden. Aufmunitionierung. Ich weiß, ihr habt nicht viel Sprit. Da hinten kommt nochmal ein Aufklärer. So. Zurück zur Basis. Ach, scheiße. Ist ja einfach übers Wasser abgeschmiert, ne? Boah, schickt doch noch mehr. Ohne Kack. Wie viele große UFOs wir denn noch auf einmal schicken? Na, vielleicht schafft das noch dahin. Treibstoffende. Ich muss echt ein drittes Geschwader aufbauen. Und ich denke mal, ich werde es in Indochina machen. Beziehungsweise eine dritte Staffel wäre die richtige Bezeichnung. So. Praetor. Interrogation. We finally have our answer, Commander. Diese Kreaturen sind immun vor Alterung. Aber nicht gegen gewaltsame Verletzungen, denke ich mal. Aha, die haben die Geschwindigkeit, also die haben die Hyperspace-Technologie vor Millionen von Jahren erforscht. Und ihre Geschichte war makellos, bis sie die Seasons getroffen haben. Die Seasons haben bei ihnen gesiedelt in dem System. Aber hatten nicht die Hyperdrive-Technologie, die sie benötigten, um zwischen den Welten zu reisen, oder? Was sie aber hatten, war die Fähigkeit der Telepathie. Aha, und haben die genetischen Fähigkeiten von denen genommen, um die Telepathie auszuüben. Sie sind eine Rasse der internationalen Tyrannen geworden. Und benutzen die ganzen biologischen Fähigkeiten von unterschiedlichen Rassen, um sich selbst zu verbessern. Also ich mache es jetzt so sinngemäß ein bisschen. Das ist das, was sie auch für uns planen. Unser Gegner testet uns nur. Diese Invasion ist nur ein Test. Der hohe Praetor handelt von einer Brücke aus eines Alien-Mutterschiffs im Orbit unseres Planeten. Ohne ihn würde die Flotte zerstört werden, beziehungsweise würde zerbrechen. Ich habe eine Idee. Geben Sie mir bitte ein bisschen mehr Zeit. Operation Endspiel. Erstmal gehen wir an den Alien-Singularitätskern.
So, euch brauche ich alle nicht. Du wärst Asia One, ne? Aber wir müssen leider hier ein zerstören. Ich rüste auch beide ab. Auch wenn sie noch brauchbar waren, wir müssen ein bisschen Geld einsparen. Ach scheiße, jetzt habe ich aber die Landeplätze weggemacht. Jetzt kann ich keine weiteren Schiffe bauen bis in 5 Tagen. So eine Kacke. Ja, kein Hangar verfügbar. So, gefährlich, 3 Kontinente verloren. Alien-Sieg, 5 verlorene Kontinente. Nee, wir sind nicht in Gefahr, weil der Mittlere Osten und alles ist gut. Wir haben plus 900.000. Was will man mehr? Finde ich auch gut, weil wir könnten die Radaranlagen auch verstärken. Obwohl, nee, lassen wir. So viel mehr Übersicht brauchen wir jetzt auch nicht. Sehr klein Abfangjäger, klein, massiv Trägerschiff. Forschung. Forschung ist uninteressant. Na, okay. Wenn zweimal Forschung kommt. Den Aufklärer können wir vom Marauder angreifen, das vom Einzelnen. Ja, wie wär's mal, wenn wir einfach alle UFOs über Europa schicken? Hat sich definitiv gut angehört, oder? Obwohl, die könnten versuchen, das nächste Forschungsschiff auch zu erledigen. Stopp, stopp, stopp. Dann nehmt den. Ah ne, da ist ein Bodenangriffsschiff, das ist kacke. Dann versucht ihr bitte mal, das Bodenangriffsschiff anzugreifen. Ey, ohne Kack. Zurück zur Basis mit dir. Das kann's ja nicht sein. So, in einem Tag ist der fertig. Naja, wir machen gerade alles nur auf der Übersichtskarte, ich weiß. Ah, ich brauche die UFOs nicht. Nein, neues Ziel wählen. Dann schieß halt ihn ab. Und auf zur Basis. Klick, klick, klick. Auch zerstören, auch zurück zur Basis. Sehr schön, die Hangars wurden fertiggestellt. Dann können wir ja unsere Jäger nach Indochina rüber jagen, beziehungsweise erstmal ein. Dann nennen wir ihn Inchi 1. So, rüber nach Indochina. Dann können wir direkt den nächsten Abfangjäger produzieren, beziehungsweise, nein, wir können ja nicht auf 2 erhöhen, weil dafür fehlen uns ja dann die Plätze. Wie sieht eigentlich in der Forschung aus? Ausgezeichnet. So, Alien Singularitätscore. Mhm. Oh mein Gott, das wird jetzt vom Englisch schnell ein bisschen schwer. The Form Elegant Closed System. Ja, mit der Singularität. Also, wahrscheinlich ist das der Wurmlochersteller, weil Singularitätscore, Singularität kenne ich nicht Time Traveler, sondern wie hießen sie? Die in die Parallelwelten immer gejumpt sind.
Aha, es kann jegliche Größe annehmen. Oh, jetzt gibt es auch noch neue Abfangjäger. Singularitätkanonen. Der ultimative von Menschenhand geschaffene Abfangjäger, die X-102, sollte in der Lage sein, jedes UFO abzuwehren, das die Aliens gegen uns schicken. Na toll. Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir in einer anderen Station auch nochmal Forschungsstationen aufbauen? Ich glaube, eine Forschungsstation braucht aber recht lange, ne? Und wird sich das lohnen für zwei Forschungen? Kosten 100.000. Kann man so oder so sehen. Zehn Tage. Wer weiß, wie lange die Forschung dauert. So. Massivbodenangriff. Da schickt mal die drei hin. Sehr schön. So. Dann greift den an. Weil das hier ist nur ein großer Angriffskreuzer. Genau, jetzt könnte er zurück zur Basis schon. Den könnte er auch zerstören, zurück zur Basis. Den können wir einfach bombardieren. Ich weiß nicht, ob die von der Bewaffnung das noch hinkriegen. 0% Chance zu gewinnen. Schön. Dann ladet mal lieber eure Waffen. Ich hasse es, dass sie beim Betanken dann nicht mehr loslegen können, ne? Warum? Warum? Es macht für mich keinen Sinn. Dann sollen sie einfach den Schlauch aus dem Ding rausnehmen. Na, wahrscheinlich war es einfach zu wenig Sprit, um zu starten. So. Neues Ziel wählen. Ab darunter. Den könnt ihr auch zerstören. Zurück zur Basis. Und alles ist bon. Vor allem, alles ist bon. Du hast genug Kohle, bon. Da, 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 da. Ich weiß, der Proof soll Missionen machen, aber nicht mehr in dieser Folge. Deshalb schießen wir alle ab. Singularitätkanone. Oh, wer hätte gedacht, da ist noch mehr Waffentypen geben. Keine weitere Forschung. Nullfeldkanone. Ein Singularitätscore. Haben wir nicht. Stück kosten 500.000. Und die Singularitätscores kriege ich bestimmt von dem einen. Von dem großen Schiff, ne? So ein Blödsinn. Also insgesamt verstärkt es mich nicht. Außer ich krieg so einen Core. Jetzt werde ich keinen Marauder mehr bauen. Das lohnt sich für mich einfach nicht. Ich muss den ja eh nachher wieder weglümmeln. Beziehungsweise ich werde dann machen, einer von den X-120 Jägern zu zwei Maraudern. So, ab nach Indochina mit dir. Tja, aber wir sind am Ende unserer Zeit. Hören dann beim nächsten Mal wieder voneinander im LP. Bis dahin sage ich ciao, Freunde der Spikotour. Euer Doc. Ja, es waren sehr viele Luftschlachten und ich habe sehr viel bombardiert.
Aber man kann es ja auch in die Länge ziehen, indem wir jetzt alle Operationen noch machen. Und wir werden auf jeden Fall noch eine Operation machen gegen ein großes Schiff, weil ich will natürlich eine Singularität erbeuten, um letztendlich dann eine Singularitätswaffe herzustellen. Sie wird wahrscheinlich Bombe sein. Da wird ordentlich Pfeffer hinter sein. Ich verspreche es euch. Bis dann.